Willkommen zurück hier mit Nairus Umarmung. Den Zauber haben wir uns im letzten Part ergattern können. Oh, und jetzt verschwindet er auch schon wieder. Oder zumindest ist er kurz davor. Gut, und zwar muss ich jetzt echt mal überlegen, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich hoffe jetzt erstmal, dass die Lags jetzt weniger werden. Ich hatte den Rechner jetzt einfach mal eine Weile ausgehabt. Der war halt auch wirklich heiß. Ich glaube, das liegt wirklich auch so ein bisschen an den Temperaturen hier. Gut, erstmal Ruhe hier bitte. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, die vierte Flasche ist erstmal eine gute Option. Ja, ich glaube, das machen wir mal wirklich zunächst. Dann haben wir erstmal augenscheinlich alles im Inventar voll. Und dann sind es ja eigentlich nur noch Upgrades. Und das ist dann zum Beispiel die Sache mit den Bogenschießen da. Und da muss ich dann wirklich auch erstmal die Komplettlösung checken, weil ich weiß nicht, ob ich dann alles so ohne weiteres zusammenbekomme. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ja, die Skullies. Also am meisten grautet mich eigentlich wirklich vor den Skullies. Da müssen wir nochmal backtracken in die Tempel und so. Ich weiß nicht, also das wird irgendwie, glaube ich, nicht so geil, aber was soll's. Wir haben ja gesagt, wir machen die 100%, also machen wir so hoch und dazu gehören dann nun mal auch die Skullies. Das Problem ist, wir hatten ein paar Nachtschwärmer ja schon gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir denn jetzt, so? Den haben wir, glaube ich, sogar noch dabei. Den geben wir erstmal ab, genau. Dann würde ich sagen, machen wir auch die Flaschen leer. Also die eine fehlt zumindest, dass wir wenigstens zwei gleichzeitig tragen können. Das müsste jetzt eigentlich der vierte sein, oder? Oder der dritte erst? Ich weiß es nicht. Sollen wir mal gucken. Na komm, was ist denn los hier? Na, mein Junge? Hast du ein Irrlicht oder ein Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Ja, das kennen wir ja nun alles schon. Hätten wir auch nicht anquatschen sollen, sondern man muss ihnen die Ware förmlich in die Fresse hauen, ja. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Ja, geil, die können wir jetzt sogar gut gebrauchen. Eben obendrein kriegen wir noch 100 Punkte. Dann können wir gleich mal gucken, was sagt denn unser Konto. Hast du 1000 Punkte gesammelt? Ja, wissen wir. Sprich, wenn wir jetzt 300 haben... Ah, okay. Sagt er uns irgendwas zu unserem Konto? Nö. Ah, ist auch real. Ist auch echt egal. So. Die eine Fee lassen wir mal frei. Wir brauchen eigentlich auch echt nicht 1000 Feen. Eine reicht auf jeden Fall. Ein Backup ist echt noch schön. Somit konnten wir zumindest verhindern, dass wir sterben. Also wir sind, wenn man es so nimmt, noch nicht einmal gestorben. Der Counter ist auf jeden Fall noch bei 0. Ja. Gucken wir mal. So, ich würde mal sagen, ich habe hier noch, glaube ich, sogar die Karte offen. Guck mal, unsere Füße sind so übelst im Boden drin. Das ist ja auch echt geil. Ja, der ist noch voll im Treibsandmodus. So, das ist doch aber kein Irrlicht, oder? Nee, das ist nur so ein Geist, glaube ich. Weil hier an der Weggabelung ist definitiv eins, aber ich weiß gerade nicht, ob wir das schon hatten. Ich lasse den mal kurz machen, der tut uns ja nichts. So, und jetzt habe ich hier das offen. Genau, der erste Nachtschwärmer direkt vor dem Eingang zu Stadt Hyrule. Genau an dem Wegschild. Na, da sind wir doch gerade. Aber das ist doch kein Nachtschwärmer hier, oder? Ich hole auch erstmal, glaube ich, Epona. Nee, das ist kein Nachtschwärmer. Bin ich mir zu 100% sicher. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Aua. Na. Sage doch. Komm, hau ab. So, jetzt holen wir erstmal Epona. So, Epona, da sind wir. Boah, hast du dir echt schnell geschafft vom Gerudo-Tal bisher? Nicht schlecht. Beachtliche Leistung. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Nachtschwärmer hier schon haben. Deswegen gucke ich doch gleich mal, was der nächste wäre. Reite zum Nordwesten der Karte. Dort sind einige Sträucher. Reite links an der Mauer entlang. Bla bla bla. Nordwesten. Das ist hier. Dort sind einige Sträucher. Okay, das ist hier. Ich glaube, den haben wir sogar noch nicht. Schauen wir doch mal. Genau, da sind Sträucher. Links der Mauer entlang. Und so weiter und so fort. Also irgendwo hier. Gucken.
wir doch mal. Meinen ihn jetzt mit links der Mauer? Dass die links von uns sein soll? Ah, das ist jetzt natürlich wirklich blöd, dass ich nicht mehr so genau weiß, welche wir jetzt schon hatten. Bei dem bin ich mir gerade nicht so sicher. So, ich reite mal hier entlang. Das sind die Sträucher auf jeden Fall. Na? Kommt da hier noch? Ist halt auch mal die Frage, kommen die halt dann wirklich immer oder ist das auch so ein bisschen Glück? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist auf jeden Fall Tageszeiten unabhängig, also so viel haben wir schon rausgekriegt, würde ich jetzt mal behaupten. Oder haben wir den tatsächlich auch schon? Das kann schon sein, also zu 100% bin ich mir nicht sicher. Ja, das sind jetzt eben wirklich auch diese Sidequest-Parts, ne? Da müssen wir jetzt durch. Ich meine, vielleicht mache ich zwischendurch, wie ich schon erwähnt hatte, diesen Pre-Dungeon, also zum letzten Dungeon-Boss, wie auch immer. Also da ist schon noch mal ein bisschen was, aber... Naja, das hätte ich natürlich lieber mit einem Gast noch gemacht, jetzt gerade so zum Ende. Werdet epischer. Aber... Naja, was soll's, wir müssen das ja sowieso irgendwann machen. Gut, dieser Nachtschwärmer ist... scheinbar schon geholt. Dann gucken wir doch mal, was der nächste wäre. Nahe der Erhöhung in Richtung Gerudo-Tal. Befinden sich ebenfalls einige Büsche. Okay, gucken wir doch mal. Genau, hier. Das kommt mir auch alles so bekannt vor, als wenn wir hier schon den Nachtschwärmer hatten. Glaube ich aber nicht. Reiten wir doch einfach mal ganz gechillt hier lang und die Gunst der Stunde könnten wir auch eigentlich mal nutzen. Ich hatte ja schon vor ein oder zwei Parts erwähnt. Erstmal bin ich immer noch am selben Tag, Zeitpunkt der Aufnahme. Deutschland hat gerade gespielt. 3:0 gegen die Slowakei gewonnen. Das ist nett. Also eine wirklich beachtliche Leistung. Nicht schlecht. Da hat es dann doch auch wieder ein bisschen Spaß gemacht, EM zu gucken. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr drinne. Da ist er. Gut, da oben. Okay. Gut zu wissen. Kommt der auch da runter oder ist der nur da oben? Okay, da wollen wir ja nicht hin. Warte mal, geht's da gleich weiter? Ist man dann da schon im Gerudo-Tal oder geht's da noch, kann man da noch rechts hoch? Ne, man kann hier noch rechts hoch, okay. Ja, 3-0, echt cool. Also ich denke, wir sind spätestens jetzt auch wieder ein krasser Favorit. Und der nächste Gegner ist ja dann entweder Italien oder Spanien. Wenn ihr den Part hier seht, wisst ihr ja schon. Weil morgen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist das entscheidende Spiel dahingehend. Hüpf. Und ich sag mal, Italien und Spanien sind ja dann doch ein bisschen andere Kaliber. Ich wünsche mir aber doch eher Italien, muss ich sagen. Ich glaube, Spanien würde härter werden, aber im Endeffekt ist es egal, weil die Mannschaft, gegen die wir spielen, hat sich gegen die andere ja schließlich durchgesetzt. Also ist es ja in dem Fall theoretisch die stärkere Mannschaft. Also im Grunde ist es wurscht. Wir müssen trotzdem ja krass sein und dann läuft es. Und was ich jetzt aber eigentlich ursprünglich ansprechen wollte, erstmal nervt mich das, dass der jetzt hier irgendwie nicht mehr auftaucht. Auf jeden Fall sind wir hier aber richtig. Die greift einfach nochmal ein bisschen zurück. Also am meisten grautet mich wirklich vor den Skullis. Das ist wirklich... Die Nachtschwärmer sind jetzt auch doof, aber... Ich sag mal... Das sind halt nur 10 Stück, jetzt sind es nur noch 7 oder so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Und zwar wollte ich noch ansprechen, Breath of the Wild. Das neue Zelda-Spiel, was dann 2017 für die NX erscheinen soll. Die NX-Konsole, die ich mir wahrscheinlich sogar mal wiederholen werde. Ich habe schon lange keine Nintendo-Konsole mehr gehabt. Aber diesmal habe ich Bock. Scheiße. Okay. Hat er sich einfach durch die Wand aus dem Staub gemacht. Die NX, wie gesagt, eine Konsole, auf die ich echt mal wieder Bock habe. Eigentlich auch gerade wegen dem neuen Zelda. Allerdings muss man wirklich sagen, so sehr wie ich es mir auch immer gewünscht habe, dass Zelda mal ein paar neue Wege einschlägt, weil es doch einfach muss. Weil irgendwann ist dieses Dungeon-Prinzip mit Bumerang und hast nicht gesehen, irgendwann ist es ja auch mal ausgenuckelt, ne? Und irgendwo sieht man es ja, seit Twilight Princess kam eigentlich auch nicht cool mehr. Und Skyward Sword hatte vielleicht noch ein paar gute Dinger, aber...
Ja, der Obershit wartet ja alles nicht mehr. Und das versuchen sie jetzt tatsächlich mal umzusetzen, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie leider in eine falsche Richtung versuchen, weil das geht alles so ein bisschen in die Richtung Technologie. Also erstmal Spoiler-Alarm für die Leute, die wirklich da völlig unbefangen rangehen wollen. Dann bitte jetzt mal kurz weghören. Das geht alles so ein bisschen in die technologische Richtung. Man hat dann so eine Art Tablet und so, was dann sozusagen unsere neue Navi ist. Na komm schon. Hier muss man immer erst wieder so ein bisschen wegreiten oder was? Machen wir das nochmal. Man hat ein Crafting-System, Survival-System, so ein bisschen. Man kann ja Gegenstände als Waffen benutzen, die dann auch kaputt gehen. Man hat nicht mehr diese typischen Zora-Goron-Rüstungs-Zedöns, sondern richtig verschiedene Klamotten. Man muss sich was damit anziehen, wenn es irgendwo kalt ist und so. Man hat richtige Physik-Engines, dass die Bomben oder die Steine, wie auch immer, physikalisch echt dann auch Berge runterrollen und so. Wo man dann bestimmt bei gewissen Sachen echt geschick erweisen muss. Oder beweisen, besser. Yes, sehr geil. So, dann schnappen wir uns den mal. Ja, und ich hab nicht mal irgendwie, also mir fehlt da einfach so ein bisschen dieses Mystische, so, ne? Also es ist halt wirklich wie so ein, Breath of the Wild sagt das ja schon, wie so eine Art Survival-Zelda. Was ich allerdings cool finde, ist, man hat dann da so eine Art Paraglider oder so. Das machte erstmal einen ziemlich netten Eindruck. Das wirkte ganz geil. Aber, ja, wie gesagt, also, es waren ja jetzt nur Ausschnitte. Das ganze Gameplay-Video habe ich auch noch gar nicht geguckt. Das werde ich mir wahrscheinlich nochmal rinziehen. Aber das, was ich bis jetzt so gehört habe, auch bei der GameStar, hat der Obermeier so eine Art Preview gemacht. Das könnt ihr euch auch mal rinziehen. Den Eindruck, den man da bekommt, lässt mich schon skeptisch sein. Aber ich freue mich trotzdem und bin trotzdem gespannt. Gucken wir jetzt aber erstmal, wo der nächste Nachtschwärmer ist. Und zwar nicht unweit dieser Stelle, an der Weggabelung unter dem Felsbogen, verbirgt sich der nächste. Felsbogen, nicht unweit der Stelle. Felsbogen. Dann gucken wir doch mal. Ah, ist eigentlich ganz cool. Jetzt können wir die Nachtschwärmer nebenbei machen. Oh, diese Bugs, ey, unten. Oder Glitches. Emulator lässt grüßen. Und nebenbei echt cool quatschen. Das ist doch auch mal was. So, Felsgabelung. Könnte das hier manchmal schon sein sogar? Nee, hier geht's ja dann schon richtig hoch zum Gerudo-Tal. Glaube ich jetzt mal eher nicht. Na komm, kommen Sie mal, Epona. Ja, habt ihr euch das angeguckt, Breath of the Wild? Seid ihr hier hyped, gehuckt, wie auch immer? Seid ihr auch skeptisch, eher, weiß ich nicht. Also ich meine, klar, irgendwo denkt man sich, ach Mann, ich will halt Nostalgie, ich will halt irgendwie alte Melodien und hier und da. Aber klar, man will auch irgendwie was Neues. Und es ist immer gar nicht so leicht, da den Wünschen der Spieler gerecht zu werden. Ne? Das ist ähnlich auch wie bei Star Wars. Macht man es, wie sie es eigentlich erwarten. Ja? Im Grunde schreien sie alle, wir wollen wieder ein altes, so was wie ein altes Star Wars. Dann kommt im Endeffekt ein altes Star Wars. Und dann kotzen sie alle ab, weil das im Grunde dasselbe ist wie das alte. So, ich habe doch hier aber gerade den Nachtschwärmer gehört. So, dann ist es wieder nicht neu genug, ne? Aber, weiß ich nicht, im nächsten Teil werden sie ja nun mit Sicherheit, ist ja dann wieder ein neuer Regisseur und so, wieder ein paar neue Sachen machen, aber dann ist es wahrscheinlich wieder zu neu, so, ne? Das ist halt immer, man kann jetzt sowieso nie allen recht machen, das ist echt scheiße. Ich weiß gerade nicht, ob ich wirklich richtig bin hier. War ja irgendwie mit der Felsgabelung. Nicht unweit der Stelle. Mal kurz hier. Okay, also hier sind wir auf jeden Fall schon zu weit. Also ich will jetzt schon auch chronologisch abfrühstücken. So, aber wir dürfen nicht zu schnell sein. Weil wenn der dann auftaucht... Da oben ist er, tatsächlich. Okay, das ist wirklich der da oben. Dann war das wirklich ein anderer gewesen. E3 ist diesmal auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe ja nur eine Sache wirklich beobachtet oder dann im Nachhinein recherchiert.
The Last of Us 2 kam ja leider nicht. Stattdessen haben sie God of War 4 vorgestellt. Habe ich auch nochmal so kurz reingeschnuppert. Hat mich bis jetzt auch noch nicht so gehuckt. Ich weiß auch nicht, also... Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Kratos mit dem Bart und irgendwie so ein bisschen... Ach, keine Ahnung, ich fand auch irgendwie God of War... Das war dann einfach auch abgeschlossen. Das war wirklich cool. Das habe ich echt hart gesuchtet. Hat auch echt Spaß gemacht. Aber, weiß ich nicht, muss denn da jetzt noch ein vierter Teil wieder kommen? Ich weiß nicht. Also hätte ich mich über eine Last of Us 2 wesentlich mehr gefreut. Auch da kann man sich drüber streiten, ob überhaupt ein Teil kommen muss. Weil The Last of Us an sich eigentlich eine runde Sache war. Aber ich würde mir schon wünschen, also... Ja, schon echt geil, gerade weil die Hinweise auch bei Uncharted ja wieder so deutlich eigentlich waren. Aber diesmal hat sich das leider nicht bestätigt. Aber gut, was soll's. Sollen sie sich halt Zeit lassen. Mann, jetzt ist doch mal gut jetzt. Jetzt könnte der mal echt wieder kommen, wieder. Nachtschwärmer. Das ist doch kacke, ist das doch. Ich meine, wenn der immer nur kommt, wenn wir da unten sind und dann ist der aber hier oben, dann ist das ja auch scheiße. Machen wir mal folgendes. Sind wir einfach mal ganz dreist, gehen mal kurz in das Gerudo-Teil rein und dann wieder raus. Dass das vielleicht dann einfach wieder ein bisschen neu getriggert wird. Na, kommen sie. So, jetzt haben wir gerade mal... Ein Nachtschwärmer, glaube ich, erst gefangen in einem ganzen Part hier, Balde. Nicht so geil. Ja, das ist halt auch die Kacke, ne? Die sind halt recht scheu, die Viecher. Ey, kannst du vergessen. Also der spawnt auf jeden Fall nicht, wenn wir hier oben sind. Das ist dem wahrscheinlich echt zu heikel. Maul! Ach, Navi, ey. Mann, 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 ey. Wenn das so weitergeht, dann knacken wir vielleicht doch noch die 100 Parts. Ach, gerade mit den Skullies, ey. Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir das wirklich noch hin. Aber ich hab jetzt auch langsam Bock auf ein neues Projekt. Wo ist er? Also wenn wir hier sind, dann spawnt er auf jeden Fall. Boah, ich hab doch zurückgedrückt. Also immer wenn wir hier sind, spawnt er, aber dann spawnt er da oben. Das ist ja auch scheiße, das bringt uns ja nichts. Okay, wir machen das wie folgt. Ach, jetzt ist er hier auf einmal. Oh, ey, das ist doch zum Kotzen, die wollen uns doch verarschen. Diese damn Nachtschwärmer. Aber ich will hier auch nicht offscreen machen. Das machen, so läuft das hier nicht. Wie gesagt, wir können die Zeit ja hier gut zum Quatschen noch nutzen. Ja, ich hätte halt wirklich auch langsam natürlich Bock auf ein anderes Projekt. Dann haben wir ja noch das Projekt mit Tibor. Weil ich auch gerne mal raushauen wollen würde. Ich schaff's nur immer nicht. Ich komme ja kaum schon zum Zelda aufnehmen, Rendern, Schneiden und Machen und Tun. Gerade jetzt im Juni, wo wir so viele Auftritte hatten. Uah. Der mit Sicherheit schon gemerkt. Da ist es einfach momentan nicht möglich, mit der Krücke hier noch ein zweites Projekt nebenbei immer zu rendern und zu machen. Hab zwar schon 3 Parts jetzt hochgeladen. Also es sind ja nur so um die 10 Parts. Das ist ein relativ kurzes Projekt. Aber ja, das würde ich natürlich trotzdem gerne mal langsam auch raushauen wollen. Und mich ärgert das gerade wirklich, dass wir uns an diesem Nachtschwärmer hier so aufgeilen. Das ist jetzt... Für euch ja echt nicht so interessant. Vor allem, ich hab noch nicht so ganz raus, wo der jetzt hier direkt spawnt. Da oben. Scheiße! Okay, 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 aber er zeigt den Bogen raus. Wortwörtlich. Und zwar spawnt er zwar da oben, geht dann aber runter. Da müssen wir einfach nur ein bisschen schnell sein. Komm, ey, den kriegen wir in dem Part jetzt noch. Ich meine, der ist jetzt auch wirklich ein bisschen tricky gemacht hier, der Nachtschwärmer. Ich denke doch mal, dass die anderen dann ein bisschen besser von der Hand gehen.
So, ganz langsam, ganz soft, ganz safe. Mit ein bisschen Glück können wir hier oben vielleicht schon eh mal treffen. Scheiße. Yes! Alter, einfach Rambo-mäßig raufgekloppt und schon jingelt, Alter. Nice. Sehr schön, das freut mich, dass wir in dem Part wenigstens noch den hier fangen konnten. So. Du hast einen Geist vernichtet, ja, ja. Willst du ihn, bla bla, ja. Eine Nachtschwärmer, juhu! Okay, jetzt haben wir schon zwei. Ich würde sagen, die Fee... Ach, ist egal, komm. Fuck it. Bring ich die beiden jetzt hier schnell zurück. Und dann beenden wir den Part und im nächsten Part machen wir dann weiter an der Stelle. Also die Nachtschwärmer, die ziehen wir jetzt schon noch durch. Dann haben wir nämlich die letzte Flasche. Und danach probieren wir gleich nochmal das Pfeil- und Bogen-Döns zu Pferd im Gerudo-Tal. Wir waren ja beim letzten Mal wirklich schon ziemlich knapp dran. 1410 Punkte, 1500 brauchen wir. Ach, ärgerlich, wirklich ärgerlich. Da muss ich mal gucken, wie gesagt, offscreen will ich zwar eigentlich vermeiden, aber da würde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich dann am Anfang des Parts anfange, aufnehme und wenn ich merke, es sind zu viele Runs dann doch verkackt, mache ich das einfach wieder neu, sodass ihr den Run auf jeden Fall onscreen habt, nur eben jetzt nicht 20 Fehlversuche, also das ist ja dann doch ein bisschen doof. Ich sag euch das dann aber auf jeden Fall auch, wenn es dann schon den, also wenn es eine neue Aufnahme dann ist oder so, also so fair bin ich denn schon. Ich meine, im Grunde ist es euch wahrscheinlich scheißegal, aber damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst dahingehend. Jetzt gehen wir die hier noch ab. Kassieren gleich noch ein bisschen Kohle. Yeah! Okay, wir müssen ihn anvisieren. Aber ich bin auch froh, dass es gerade hier ruckelfrei, leckfrei abläuft. Ich hatte echt ein bisschen Angst. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber ich hatte jetzt halt wirklich Angst, dass das immer passiert. Dass wir gar keine normalen Parts mehr haben, das wäre echt ärgerlich. Ich meine, so geht das noch. Das kriegen wir dann jetzt auch noch hin. Ist ja jetzt nicht dadurch unspielbar, aber naja, trotzdem ärgerlich. So, dann noch der hier schnell. Hier haben sie. Geil. Nachtschwärme. Na komm, geil die mal nicht dran so auf. So, 50 Rubies nochmal, haben wir das Geld vom Bogenschießen gleich wieder drinne. Ja, 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 komm, komm, komm. So, alles klar. Ach, hier oben sehen wir ja. 1, 2, 3, 4 haben wir schon, also brauchen wir noch 6. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Gut, alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part bei der nächsten Nachtschwärmer-Action. Ich überlege mir ein Thema, über was wir noch nebenbei quatschen können. Sagt eure Gedanken und Gefühle zum neuen Zelda bitte doch gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschaußen!